Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder und auf Biken TV wieder mal ein Fahrtechnik-Video. Und mir ist da total wichtig, das Thema nochmal einzeln anzugehen, weil ich habe es immer mal drin gehabt, aber irgendwie ist es untergegangen. Und zwar geht es um den großen Bunnyhop-Irrtum. Bunnyhop ist ein Thema, das wollen so viele lernen und so viele haben Bock darauf, merken aber, da muss man doch ganz schön viel üben, man braucht viel Fleiß und es ist auch sehr anstrengend. Und da muss man sich fragen, was für ein Bunnyhop möchte man eigentlich können? Weil wenn man in ein Tutorial guckt oder in einem Magazin, da ist dann immer so ein hoher Bunnyhop über einen dicken Baumstamm. Und da muss man sich fragen, will man das überhaupt können? Weil das braucht noch mehr Technik, noch mehr Übung. Und ein normaler Trailhop, wo man auch erst das Vorderrad und dann das Hinterrad hat, reicht eigentlich im Wald, wo man ganz viele Bunnyhops in dem Trail macht für die Linienwahl. Und ich kann nur sagen, der ganz hohe Bunnyhop kann sogar auch gefährlich sein, wenn man einen richtig dicken Baumstamm hat. Ich habe schon mehrere Leute gesehen, die dann auch hängen geblieben sind und dann gestürzt sind. Nochmal zur Erinnerung, und zwar, es gibt den Standardhop, wo man auch mit dem Preload arbeitet und das macht man oft, wenn man vielleicht einen Weg fährt und man muss nur mal kurz über eine Rille drüber, dass man dann das Fahrrad reinlädt und dann mit beiden Rädern gleichzeitig hochspringt. Ja, wenn man dann Tempo hat, dann kommt man ganz gut über so Rillen oder so. Standardhop, beide Räder gleichzeitig. Und jetzt der Bunnyhop an sich ist so, dass erst das Vorderrad und dann das Hinterrad kommt. Und das mit der dynamischen Sprungbewegung. Wir kennen vorher den Manual Impuls, dass man dann abspringt und das Rad mitnimmt. Und ich verlinke unten die ausführlichen Tutorials, die Online-Lektion, wo ihr das wirklich in aller Ruhe üben und lernen könnt. Aber hier seht ihr einen 29er. Manch einer hat ja einen Akku dran. Hier habe ich jetzt eine volle Flasche dran mit mehr Gewicht. Da reden sich viele ein, kann mein Bike das überhaupt? Und ich sage, ja, auf jeden Fall. Aber es reicht ein normaler Trailhop, wo erst das Vorderrad und dann das Hinterrad und oft auch das Vorderrad ein bisschen zuerst landet. Es geht nicht um die ganz krassen Höhen. Da müsstet ihr unglaublich viel trainieren, um das überhaupt zu erreichen. Und ehrlich gesagt, wann braucht ihr das schon? Also ich brauche es nur einmal im Jahr, wenn ich eine Videoserie filme, mit einem Filmer, dass es dann gut aussieht. Also, für eure Erreichbarkeit, dass ihr wirklich merkt, hey, das kann ich auch lernen. Das kennt ihr aus den Videos. Erst das Vorderrad, dann das Hinterrad, dann beides verbinden und dann noch dynamischer. Und dann habt ihr schon einen kleinen Trailhop. Und wenn ihr das aus der Fahrt macht und noch ein bisschen mehr Impuls reinsetzt, das reicht für eigentlich alles, was ihr so im Trail, Linienwahl, Hindernisse überspringen, ist das voll gut und super. Und das könnt ihr auch nachher, dieses aktive Abspringen, auch zum Beispiel für Tables nehmen oder wenn ihr ein Gap überspringen müsst von einem Drop, dass ihr noch ein bisschen mehr Airtime habt. Einen ganz hohen Bunnyhop, wo das Vorderrad so hoch kommt, ihr kennt diese Bilder, und die Hüfte ist hier am Vorbau, man springt krass ab und in der Luft schiebt man das Rad noch mehr nach vorne unter sich. Das ist nice to have, aber eigentlich braucht man es nicht. Ich habe es in einem Video schon einzeln drin oder in mehreren für Manual Impuls, für Bunnyhop, für Springen, dass ihr den Preload ordentlich nutzt. Also, dass ihr mit eurem Körpergewicht die Federung reinladet und dann könnt ihr wirklich den Rebound nutzen. Viele sagen auch Preload oder Stump. Und gerade wenn ihr ein langes Fahrrad oder ein EMTB habt, ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht. Also, wenn ihr dann euch ein Hindernis nehmt, klar, die Höhe, das ist vielleicht auch noch im Trail gut machbar. Ich rede ja von so richtig hohen Baumstämmen, wo ich sage, nee, lass mal lieber. Aber fürs Timing könnt ihr es auch mal umdrehen. Dann reichen auch kleine Hindernisse. Bitte filmt euch mal ab mit der Kamera, dass ihr selber seht, was ihr macht. Viele haben halt noch nicht die Sprungkraft genutzt, sondern werfen sich nur nach vorne. Müsst ihr euch mal selber analysieren. Also ganz normaler Trailhop reicht. Es ist wirklich wichtig, dass ihr es mit Sprung, mit Schwungkraft macht, mit Kraft aus den Beinen und weniger darüber nachdenkt, dass ihr irgendwie die Hüfte zum Vorbau bringen müsst. Das verwirrt alles nur. Interessiert mich mal, habt ihr den Bunnyhop schon aufgegeben? Übt ihr da noch dran oder sagt ihr, einiges sind noch gut? Ich will aber auch über richtig dicke Baumstämme kommen. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich bin mal ganz gespannt und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann.